Monstertransfers jenseits der 100 Millionen Euro werden mehr und mehr zu Ausnahmen. Financial Fair Play, Schuldenberge, Pandemie. Alles Gründe, warum selbst die großen Vereine zu Schnäppchenjägern werden. Sogar Scheichklub PSG machte bei diesem Trend mit. Auch im kommenden Transferfenster können die Clubs wieder absolute Kracher unter Vertrag nehmen, ohne ihren Konkurrenten einen Cent Ablöse bezahlen zu müssen. Der BVB hat das bereits vorgemacht und mit Niklas Süle den ersten Top-Transfer zum Nulltarif eingetütet. Wir zeigen euch, welche Spieler im Sommer besonders begehrt sein werden und welche Vereine die Nase bei ihnen vorne haben. Los geht's! Kylian Mbappé. Seit Monaten ist sein ablösefreier Wechsel im Sommer das Transferthema schlechthin. Real Madrid dachte sich, was wir bei der Ablöse sparen, stecken wir in sein Gehalt und lockt ihn wohl mit 50 Millionen Euro pro Jahr. Das würde ihn zum bestbezahlten Fußballer der Welt machen. Die Tendenz geht also klar zu Real. Etwas unklarer ist die Situation bei Paul Pogba. Lange standen die Zeichen auf Abschied im Sommer. Doch Pogba scheint ein Freund von Ralf Rangnick zu sein. Sollte Rangnick bleiben, dann bleibt auch er. Das hat er laut englischen Medien durchblicken lassen. Die Sache ist also noch völlig offen. Zwei Dinge sind allerdings Fakt. Erstens, in seiner weltmeisterlichen Form ist er für jeden Club eine echte Verstärkung. Deshalb sollen PSG und Ex-Club Juve schon ihre Fühler ausgestreckt haben. Zweitens, mit 28 ist Pogba im besten Alter und wird zusammen mit Starberater Mino Raiola noch einen richtig dicken Vertrag aushandeln wollen. Am Ende könnte ein Transfer davon abhängen, welcher Verein bereit ist, seine Forderung zu erfüllen und das Risiko mit dem verletzungsanfälligen, teils unkonstanten Pogba einzugehen. Auch Paulo Dybala kann sich seinen nächsten Verein aussuchen. Arsenal, Tottenham, Chelsea, United, City, Inter, Barca. Es würde fast schneller gehen, alle Vereine aufzuzählen, die nicht mit dem Argentinier in Verbindung gebracht werden. Gut möglich, dass seine Zeit bei Juve nach 7 Jahren endet. Zumal die alte Dame im Winter satte 81 Millionen Euro für Stürmer Dusan Vlahovic nach Florenz überwiesen hat. Es wird spannend zu verfolgen, welcher Verein den 28-Jährigen von sich überzeugen kann. Dybala darf sich dann auf ein fürstliches Handgeld freuen, der Verein mit den besten Argumenten auf einen Stürmer vom Format Weltklasse. Weltklasse war auch Ousmane Dembélé in seiner Zeit beim BVB. 2017 schlug Barca zu und blätterte 140 Millionen Euro hin. Ist er bald zum Nulltarif wieder weg? Chelsea lockt. Sein Ex-Coach und Förderer Thomas Tuchel wollte ihn schon im Winter verpflichten. Bei Barca flog er schon aus dem Kader, wurde öffentlich kritisiert und sollte schnellstmöglich weg. Doch nach einem klärenden Gespräch mit Trainer Xavi glänzte der 24-Jährige zuletzt mit einem Tor und zwei Vorlagen nach Einwechslung gegen Bilbao. Ein Verbleib bei den Katalanen schien vor wenigen Wochen noch ausgeschlossen, nun könnte sich das Blatt wenden. Zitat: Wir haben immer gewollt, dass er bleibt und bei uns weitermacht. Ach ja, immer wieder herrlich dieser Transfermarkt. Was meint ihr? Wo landen die Topstars am Ende und werden ablösefreie Transfers in Zukunft wieder eine größere Rolle spielen? Schreibt es uns in die Kommentare und gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat.